Cannabis freigeben. Ja. Okay, dann sagen wir Cannabis. Gut, ja. Cannabis freigeben. Geht auf, ja. Der geht auf Sie. Ja, geil. Träume werden Wirklichkeit. Marco. Ja, was? Wenn FDP, SPD und Grüne zusammen regieren, dann ändert sich endlich mal was in der Drogenpolitik. Und ich sehe uns halt einfach schon an Weihnachten legal kiffen. Meinst du nicht, wir sollten diese Sendung ein bisschen seriöser beginnen? Herzlich willkommen zu Koalitionsgespräche, unserer kleinen Webshow, in denen wir die Koalitionsverhandlungen 2021 begleiten, aus Sicht von Bündnis 90 Die Grünen. Wir, das sind Marco Ammer und ich, Ninia Lagrande, und ihr kennt uns bestimmt schon von den letzten Grünen Bundesparteitagen. Die haben wir nämlich zusammen moderiert. Ja, jetzt sind wir hier, ganz offiziell und ganz seriös. Willkommen zu unseren Koalitionsgesprächen Woche 1. Ja, leider dürfen wir die Koalitionsverhandlungen selbst nicht moderieren, aber wir versuchen mit unserer kleinen, feinen Sendung mit euch gemeinsam einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Versuchen? Naja, dass die drei Parteien nichts durchsickern lassen und nicht genau sagen, was besprochen wird, das finde ich durchaus sinnvoll, weil es soll ja 4 Jahre zusammen regiert werden und das braucht einfach, so abgedroschen das klingt, das braucht Vertrauen. Genau. Trotzdem haben wir gemerkt, es gibt vieles, was wir rund um die Koalitionsverhandlungen erfahren wollen. Ja, zum Beispiel, wo eigentlich genau der Unterschied liegt zwischen Sondierungsgesprächen und Koalitionsverhandlungen. Das erkläre ich dir gerne nochmal, Marco, und euch natürlich auch. Sondierungsgespräche sind, so hat es Robert Habeck mal gesagt, das Vorspiel. Ich muss euch aber enttäuschen, so richtig sexy ist das nicht. Nach der Wahl haben erstmal alle demokratischen Parteien, die Chance auf Regierungsbildung haben, miteinander gesprochen. Ganz unverbindlich, ob man es sich grundsätzlich miteinander vorstellen kann. Dabei kam heraus, dass SPD, FDP und die Grünen gerne gemeinsam eine Regierung bilden wollen. Dieser Prozess ist jetzt gestartet und das sind die Koalitionsverhandlungen. Die Koalitionsverhandlungen haben ein Ziel, nämlich den Koalitionsvertrag. Das ist ein Plan, in dem alle Vorhaben der Regierung drinstehen. Und am Ende wird dann auch noch besprochen, wie diese neue Regierung aussehen soll, welche Ministerien es geben wird und wer die neuen MinisterInnen sein werden. Kiffen unterm Weihnachtsbaum bleibt also eine Option. Das würden sich viele wünschen, aber auch die Dinge aus dem Koalitionsvertrag müssen später noch durchs Parlament und richtige Gesetze werden. Ist es trotzdem okay, wenn ich unseren Gast nächste Woche frage, ob Cannabis noch Teil der Verhandlungen ist? Ja. Und wenn ihr noch Fragen rund um das Thema Koalitionsverhandlungen habt, dann schreibt sie uns in die Kommentare. Unsere Zahl der Woche ist dieses Mal die 12. 12 Seiten lang ist das Sondierungspapier von FDP, SPD und Bündnis 90 Die Grünen. Genau, und diese Sondiererei hat sich tatsächlich gelohnt, denn die Parteien müssen jetzt nicht bei Null anfangen bei den Koalitionsverhandlungen. Ja, bei vielen Themen, die im Koalitionsvertrag stehen sollen, wurde sich bereits geeinigt. Die müssen jetzt nur noch ausformuliert werden. Und da ist dann sozusagen für jede Partei was dabei. Alle mussten federn lassen, aber alle haben auch was bekommen. Für die Grünen ganz wichtig ist natürlich weitreichender Klimaschutz, ein moderner Staat, Digitalisierung, moderne Gesellschaftspolitik und soziale Gerechtigkeit. Kommt alles vor. Der 1,5-Grad-Pfad, Solarzellen auf jedem neuen Dach, Windkraftausbau, Abschied vom fossilen Verbrenner. Ja, Kindergrundsicherung, 12 Euro Mindestlohn, Ausstieg aus Hartz IV und eine Reform des BAföG. Und das Wahlrecht ab 16, das finden alle drei Parteien richtig gut. Worauf auch viele warten, ist die Abschaffung von Diskriminierungen, wie durch das Transsexuellengesetz oder dass bisher lesbische Co-Mütter ihre eigenen Kinder adoptieren müssen. Das muss sich ändern. Ah, das macht richtig Hoffnung, oder? Das macht richtig Hoffnung, dass die nächsten Jahre geiler werden als die letzten. Ja, absolut. Und für heute war es das schon von uns hier. Wir hoffen, euch hat die erste Folge Koalitionsgespräche gefallen. Wenn ja, dann abonniert gerne unseren Kanal und teilt die Folge mit euren FreundInnen. Es lohnt sich auch wirklich, nächste Woche mit dabei zu sein, denn ich kann euch versprechen, es wird jemand aus dem Verhandlungsteam der Grünen mit dabei sein. Und damit von uns. Tschüss. Bis dann.